Ja, in der Mine verschollen bei Let's Play Minecraft. Willkommen zurück. Tja, da müssen wir mal schauen. Also ich habe mich entschlossen, in der Pause nach oben zu graben. Wir haben ja sogar... Ach, Holz haben wir noch gar nicht gesammelt. Ne? Wir können mal eben noch mal ein bisschen Holz sammeln. Damit wir uns noch mal so ein paar Spitzhacken bauen können. Hier haben wir noch genug Holz. Hallo? Ach, der sammelt das gar nicht ein, weil unser Inventar voll ist. Was schmeiße ich denn weg? Ich kann mich von nichts trennen. Ach, scheiße, Redstoner. Diese dämliche Goldschaufel, ne? Wir brauchen so gut wie nie eine Schaufel. Die schmeiße ich jetzt weg. Hier, die kann weg. Ciao. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Holz sammeln. Und wir wollen noch ein paar Dings bauen können. Blub. So, ich höre schon wieder einen Zombie. Schon einmal hier sind die Minen. Ich weiß, ich zerstöre wieder die Mine. Ist mir aber egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Dass der es auch so weit gebracht hat da bei Dings, ne, ist ja unglaublich. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Dass da einigen Leuten das aber auch nicht, wenn wir gerade mal beim Thema sind, dass einigen Leuten das aber auch nicht zu peinlich ist, ne, dass sie ja selber nicht merken. Dass sie dann wirklich noch so eine Bestätigung brauchen von jemandem. Hör mal, du kannst nicht singen. Man merkt doch selber, ob man singen kann oder nicht, oder? Gut, es gibt natürlich auch viele Menschen, die wahrscheinlich sich selber sagen, ich kann nicht singen. Also wenn die Freunde sagen, hör mal, ey, du kannst singen und ich kann nicht singen. Und in Wirklichkeit kann man aber singen. Also in Wirklichkeit kann man dann aber wirklich, wirklich singen. Man will das aber dann irgendwie nicht wahrhaben. Und, solche Leute gibt es natürlich auch, aber solche Leute, die total krumm und schief singen, das hört man doch selber. Man hat doch wahrscheinlich selber, jeder von uns, also du, der jetzt gerade zusieht, hast wahrscheinlich auch schon mal versucht zu singen und schon mal versucht, dich aufzunehmen, deine Stimme und dich selber, und hast dich selber angehört und hast gesagt, um Gottes Willen, das darf niemals die Menschheit erfahren. Das ist so, ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht. Und wenn das nur auf dem Kassettenrekorder war früher. So, dann werde ich mal meine Werkbank mal eben schnell hier platzieren. Und mal ganz schnell ein paar Stickies bauen. Lass uns mal ein paar Spitzhacken. Aber ich muss mich von irgendwas muss ich mich trennen. Leider Gottes Namen. Die Frage ist nur von was. Ach komm, eine Lore reicht. Oder? Wir haben so viele Steine auch, die brauchen wir jetzt eigentlich alle gar nicht. Weg damit. Können hier genug Steine sammeln. So, 1, 2, 3, 4 Spitzhacken haben wir jetzt. So. Dann trenne ich mich nochmal eben ganz schnell von den Stickies. Oder beziehungsweise Holz, ne. Ach komm, das scheiße Redstone kann auch weg. So. Können wir immer noch sammeln, Redstone. Finden wir zu Genüge. Wenn wir jetzt eh einen Ausgang finden. So. Jetzt sortiere ich mir das nochmal eben schnell. Ihr wisst ja, ich bin ja der Sortierfuchs schlechthin, was das angeht. Schade, dass man die Lore nicht stapeln kann, finde ich ein bisschen schade. So, Fackel dahin. Ist ein bisschen sortierter. Klein wenig sortierter. Das packen wir mal nach da, so. Ach, wir brauchen ja noch Platz für Dings, ne? Stimmt, für unsere Werkbank, weil die möchte ich ja nicht unbedingt hier... Oder möchte ich die hier lassen? Ah, können es eh wieder eine neue bauen. Wir haben genug Holz da. Dann lasse ich die einfach hier stehen. Ja, würde ich sagen, dann graben wir uns mal nach oben. Oder? Oder sollen wir erstmal versuchen, darüber zu kommen und nach oben zu gehen? Ach, wisst ihr was? Wir graben uns einfach nach oben. Fertig. Es muss ja irgendwo, muss es ja einen Ausgang geben. Wer weiß, was wir alles entdecken, wenn wir da oben graben. Das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, gehe ich mal ganz stark von aus. Wir haben auch noch genug Fackeln, das heißt, wir werden auch nicht im Dunkeln graben. Ich werde mir auf jeden Fall hier so eine schöne Stufe nach oben bauen. Und da ist schon die erste Höhle. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Denn ich werde weiter nach oben graben. Ich werde mir hier einfach
eine Fackel hinmachen, dass ich weiß, aha, hier habe ich nach oben gegraben. Die Höhle kann man ja dann auch immer noch erforschen. Boah, bitte lass uns schnell nach oben kommen. Schnell. Auf dem Weg nehmen wir noch Kohle mit. Das ist auch sehr schön. Ich hoffe natürlich nicht, dass uns das jetzt irgendwie hier zum Verhängnis wird. Und wir graben irgendwo ins Meer rein oder sowas. Das wäre natürlich echt mies. So, machen wir nochmal eine Fackel hin. Hier auch noch. Ein bisschen mehr Licht. So, meine Güte, das... Aber was spannend das in der letzten Folge war mit der... mit der Mine. Das ist ja unglaublich. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Erde und da kommt schon mal Sand runter. Ja, und ich hab's gewusst. 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 Ich wusste es. Und wir werden so ertrinken, wenn es so weitergeht. Geh nach oben. Geh doch nach oben. Und genau mitten im Ozean. Ach du Scheiße, das glaube ich jetzt nicht. Aber... gar nicht so weit weg von unserem Dingsbau. Wo war denn jetzt der Höhleneingang? Verdammt Scheiße. War das hier? Hier war das, ne? Fuck, wie können wir das denn... bin gerade überlegen, wie wir den Höhleneingang machen, ohne dass das Wasser da reinläuft. Ich weiß wie. Dazu brauchen wir aber erst Steine. Das heißt, ich werde nochmal eben schnell in die Höhle gehen. Hui. Jetzt läuft das Wasser natürlich erstmal hier runter. Das heißt, wir brauchen Steine. Jede Menge Steine. Das heißt, ich werde mich mal eben von... ja, nicht trennen. Obwohl, ich kann das ja mal eben alles im Dings lagern, ne? In der Truhe. Aber so tief war das jetzt doch nicht gewesen. Es sah so... oh mein Gott. Nee, ich sammle jetzt erstmal Steine. Ich schmeiße jetzt irgendwas hier weg, was ich gerade nicht brauche. Hier, das dämliche Holz schmeiße ich einfach mal weg. Und die Stickies, so, weg damit. Nein, alle. Sollt alle nehmen. So, weg. So, weg. So, ich brauche nämlich jede Menge Steine jetzt erstmal. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Da ist auch Wasser, deswegen grabe ich mal hier lang. Das wäre uncool, wenn es da schon wieder Wasser entgegenkommt. Ich mache mir einfach da wie so ein Brunnen werde ich mir da bauen. Um das Wasser herum, nach unten hin. Spitzhacken haben wir ja genug, die werden uns ja wahrscheinlich nicht ausgehen jetzt bis dahin. Bis dato. So. Aber dass wir, wie gesagt, so eine große Mine finden, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell jetzt... boah, Wahnsinn, was wir alles entdeckt haben. Tempel haben wir schon gesehen. Wir haben jetzt eine Mine gesehen. Ist ja unglaublich. So. Jetzt haben wir erstmal gerade mal 63 gleich. Da ist die erste Spitzhacke schon weg. Sehr schön. So, geht direkt weiter. Also so 2x63, das reicht dann, glaube ich. Das dürfte dann reichen, um so einen kleinen Brunnen da drumherum zu bauen. Weil dann ist das Wasser nämlich da auch nicht so am Schwimmen in unserem Eingang. Und wir finden übrigens, und wir werden natürlich dann auch immer wieder finden, die Mine. Das ist das Schöne dabei und wir können die immer weiter erforschen. Natürlich jetzt so, dass wir so weit weg wohnen. Also zumindest mit unserem Haupthaus. Aber wir können ja unsere Zwischenbehausung ja nutzen. Unsere Safety-Zwischenbehausung. So, 63. Dürfte reichen. Muss mal gucken. Ach, wir können noch mehr Steine sammeln. Ah, wir haben noch einen Platz frei. Das heißt, wir sammeln noch mehr Steine. Warte. Je mehr Steine, desto besser. So, sehr schön. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wo wir auch in der nächsten Folge dann hinkommen, was wir da noch so alles erleben, ob wir vielleicht doch erstmal auch nach Hause reisen, um halt, ja, wie soll ich sagen, um halt erstmal so unser Diebesgut, oder beziehungsweise ist ja nicht Diebesgut, wir haben es ja gefunden, ist es Diebesgut, wenn man etwas findet? Das ist eine gute Frage eigentlich, oder? Wie ist das eigentlich, wenn man etwas doch findet und man hebt es auf und sammelt es ein? Also jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch im Real Life. Wie ist denn da so der Bezug zu... ist es Diebstahl, wenn man zum Beispiel
jetzt irgendwas auf der Straße findet, was jetzt vielleicht ein bisschen wertvoll ist. Also jetzt nicht unbedingt Portemonnaie. Gut, Portemonnaie ist natürlich klar. Wenn das jemandem gehört, das ist natürlich Diebstahl. Das ist natürlich logisch. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, ich finde es auf der Straße, ist natürlich rein unlogisch, aber ich finde auf der Straße jetzt einen DVD-Player. Nimm den mit. Zählt das noch als Diebesgut? Ich weiß das gar nicht. Eisenerz möchte ich noch mitnehmen, wenn das geht. Ja, sehr schön. So. Dann müssen wir jetzt mal schnell nach oben schwimmen. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Jetzt darf ich nur nicht aufhören, X zu drücken, weil sonst wäre es echt mies. So, schwimm nach oben, schwimm schön nach oben. Ich muss hier unten bauen, ne? So, da ist auf jeden Fall das Löchlein. So. Da muss ich jetzt drum rumbauen. Dass da kein Wasser. Dass da kein Wasser mehr reinläuft. Das werden wir mal eben machen. Also, wir müssen so einen Brunnen bauen, habe ich ja gesagt, ne? Der soll ruhig größer sein, weil wir ja noch wir müssen ja noch eine Treppe da runter bauen, weil sonst kommen wir da gar nicht runter. So. Ich hoffe, das funktioniert alles, wie ich mir das vorstelle. Muss doch nochmal tauchen. So. Na. Dann bauen wir es halt dahin, meine Güte. So, wie ist das, wenn ich das jetzt hier zubaue? Dann dürfte das Wasser doch eigentlich gar nicht mehr da reinlaufen, oder? Eigentlich, theoretischer. So, eigentlich die Theorie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das aussieht mit der Praxis, weil die Quelle ist ja von hier. Ja, natürlich, ist klar, dass das Wasser jetzt da reinläuft. Macht Sinn. Wenn ich das doch hier zubaue, geht das Wasser dann weg? Das Wasser sinkt aber nicht, ne, oder? Oder sinkt das Wasser? Warum ist das Wasser immer noch hier am Stehen? Es ist zwar niedriger, aber... Warte mal. Kann es sein, dass es wegen dem... Warte, wir machen das anders. Wir bauen immer wieder so ein Stück zu und bauen wieder auf, weil dann geht es ja weiter runter. Ach, sehr schön. Das Wasser geht schon mal weg. Das ist doch super. So, dann werden wir mal... Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier den Sand nicht komplett weggraben. Weil das wäre nicht schön. Wir überlegen, ob wir so eine Wendeltreppe machen. Wendeltreppe. Wer kam überhaupt auf die Idee? Wahrscheinlich Hubert von Wendel. Oder sowas. Dass wir hier so, weißt du, so runtergehen können. Gemütlich. So hier drauf. Und dann... Warte mal, hier machen wir den Sa... Nein. Ha! Und dann hier rauf. Dann da drauf. Dann da drauf. Und dann da drauf. Das war so. Funktioniert das so? Ja, ne? Ich denke schon, oder? Hubert von Wendel. Der olle Wendeltreppenbauer. Und dann kommen wir hier runter. So, zack, 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 zack. Ist übrigens nachts geworden. Aber ich bin ja einer von der pfiffigen Sorte, ne? Jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ich bin ja einer von der pfiffigen Sorte. Da ich weiß, dass ich zwischendurch ein paar Steine wegbaue. Aus x-beliebigen Gründen. Weiß ich, dass ich mir das noch ein bisschen breit... Meine Güte. Breiter baue. Hallo, da unten ist eine Krake am Schwimmen. Bist du verrückt? Und wir werden... So. Natürlich. Ein schwebender Block. Ich glaub's ja wohl. Wo sind wir denn hier? Wir sind doch nicht bei der Hottentotten. So. Nein, ich möchte gerne, was ich damit sagen wollte, dass ich pfiffig bin.
das viel, viel breiter bauen und ich werde mir das markieren. Dass ich weiß, aha, ja, da hat der liebe Flexi doch was gebaut. So. Mein Gott, ich verbaue mich aber ewig, ne? Ewig und drei Tage. Erstens, dass ich hier nicht reinfalle und zweitens, dass man das von Weitem schon sieht, dass man weiß, aha, ja, da war der Eingang zur Mine. So. Und ich glaube, wenn ich das so baue... Warte mal, haben wir noch Holz da? Ne, Holz haben wir keins mehr, ne? Verdammt. Aber Holz haben wir doch genug hier oben drumherum. Hallo, nein. Haha. Ich bin pfiffig. Bin ganz pfiffig. Das ist alles noch nicht fertig. Das ist alles noch im Rohbau. Hoffentlich greift mich jetzt die Tentakel da unten nicht an. Mein Gott, das hat ja schon wieder die Scheiße dahin gebaut. So, und zwar möchte ich gerne mir eine kleine Bridge bauen hier. So. Na. Also, ihr könnt ja gerne mal anfangen zu zählen, wie oft ich mich jetzt schon verbaut habe hier. In diesem Let's Play. Das ist wahrscheinlich zig Male schon. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Jetzt haben wir keinen Stein mehr, wa? Aua! Ganz vergessen, es ist ja Nacht! Ha, geh doch mal schön schwimmen, du Scheißspinne. Geh doch mal schön schwimmen, ja? Ciao! So. Jetzt haben wir keine Steine mehr, ne? Doch, haben wir noch. Gott sei Dank. Eine Reihe muss ich nämlich noch bauen. So. Muss seine Ordnung haben, tut mir leid. So, eine Reihe muss ich noch bauen. Denn ich möchte diese Brücke ja ordentlich bauen. Und dass man das auch sieht und auch weiß, dass das hier ist. Wisst ihr? Dass man auch weiß, aha. Und hier ist übrigens der Eingang. Das werde ich mir mal so bauen, dass ich das weiß, dass da der Eingang ist. Nein, ich hätte das gerne auch, bin ich ganz ehrlich. Das sind alles zu viele Fackeln, die ich hier benutze. Viel zu viele. Ich zeige euch das einfach mal, wie ich das meine. Also das soll mir auf jeden Fall schon mal den Weg weisen, dass hier die Treppe ist, dass ich da nicht runterfalle. So wie das Huhn gerade. Bestes Beispiel. Ich hätte gerne noch ein paar Steine oder Holz. Eins von beiden. Ich weiß noch nicht. Kann man eben schnell was essen. Schnell so ein Schweinefleisch schnabulieren. So. Bisschen Holz hacken gehen. Da ist ein Skelett, stört mich gerade nicht. Denn ich möchte mir mal eben mit den Holzdingern... Jetzt haben wir die Werkbank natürlich unten gelassen, ne? War ja irgendwie klar. Oh, ein Creeper! Ciao! Und das ist glibberige Dingen. Ich hoffe, das greift uns jetzt nicht an. Au! Oh! Oh! Tschüss! Macht's gut! So, nochmal Holz. Nehmen wir auch nochmal mit. Ihr werdet sehen, was ich gleich meine mit ordentlich bauen. Denn ich will... Sowas möchte ich immer ordentlich haben und immer auch gut sichtbar. Und da bin ich ja einer, der sehr so ein bisschen aufs Detail auch geht. Ich weiß noch nicht, ob wir in der nächsten Folge nochmal da runter gehen oder ob wir in der nächsten Folge vielleicht eventuell erstmal nach Hause reisen nochmal. Und das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ja, ja. Nehme ich auch. Oh, ein Creeper.
Scheiße, ein Creeper, scheiße. Und noch ein Creeper. Und noch ein Schleimi. Jetzt kann ich hier noch niemals in Ruhe meine Brücke zu Ende bauen. Glaub's ja wohl. Geh weg, du dämliche Kuh. Mann, du dumme Kuh. So. Ich hoffe, ich kann jetzt in Ruhe meine Brücke fertig bauen. Also meinen Eingang hier. Oh ja, Gott sei Dank. Hier bin ich ein bisschen in Sicherheit. So, was wollte ich? Ich wollte mir eine Werkbank bauen. Kann ich nicht, ich bin vollgeladen. Was schmeiße ich denn mal eben weg? Ach komm, die scheiß Erde hier, die kann mal eben weg. So, Werkbank. Ja, ist klar. So. Ich hätte gerne... Ja, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das reicht, ich weiß es noch nicht. Alles wieder so hochprofessionell und total übertrieben, wie ich das wieder hier baue. Ist klar. Der Flex muss ja wieder total übertreiben, wie immer. Und wie er wieder übertreiben muss. Aber ich möchte es ja auch schön und ordentlich haben. Das ist, also, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Ob ihr das auch so immer so haben müsst, dass es schön und ordentlich ist, vor allen Dingen. Bei mir muss es immer ordentlich sein. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie so ein Putzfimmel hat oder sowas, ne? Nicht, dass ihr das von mir denkt. Also, das nicht, aber es soll halt so ein bisschen alles so seine Rang und Ordnung haben. Mein Gott, bau doch da dran. Ich klemme schon wieder hier. Soll halt nur einfach, wie gesagt, seine Rang und Ordnung haben. Mehr ist es nicht. So, dann muss das auch noch dahin. Ich glaube, aua! Alter! Jetzt ist der tatsächlich die Brücke hier entlang gekommen. Mama! Mama, sage ich jetzt auch schon. Ich glaub's ja nicht. Mama, Mama, hilf mir! Mama, hilf mir! Mama! Scheiße, der geht nicht sterben! Scheiße, wir werden so ersaufen. Ein Kampf im Wasser anfangen ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann bei Minecraft. Wenn man so gegen so ein scheiß Skelett eh keine Chance hat. Soll mir nicht auf den Sack gehen jetzt. Mein Gott. Hatte ich glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Dass sie mir tierisch auf den Sack gehen. Der wird jetzt eh gleich brennen. Ach ne, der ist im Wasser. Verdammt. Der wird, glaube ich, dann nicht brennen. So. Auch noch mit. Zack. Meine Güte, geh mir nicht auf den Sender. Na komm her. Komm, hier kannst du mit mir kämpfen. Komm hier hin. Hier kannst du mit mir kämpfen. Komm her. Alter. Die sterben. Meine Fresse. Geht er mir auf den Sack. Ach, wir können da nichts mitnehmen, ja. Volles Inventar. Verdammt. Ich glaube, ich werde mal eben ganz schnell mein Inventar da hinten mal eben in die Kiste leeren. Oder nee, warte mal. Was hatte ich denn noch vor? Genau, das hatte ich eigentlich noch vorgehabt. Das ist mir zu breit, das ist mir zu dick irgendwie. Da baue ich mir doch einen Zaun hin. Was brauche ich denn dafür? Ach, Stickies brauche ich dafür auch, also. Weil ich Sticky speise natürlich weg, weil ich keinen Platz habe. Von was trenne ich mich denn jetzt hier? Ach komm, Spitzhacke. Haben wir genug von. So. Jetzt haben wir genug Zäune. Ich sollte vielleicht gerade rückwärts laufen und nicht krumm und schief, damit ich nicht ins Wasser falle. Da ist unsere Brücke. Sehr schön. Sauber. Das ist so ein bisschen wie so ein Freizeitparkeingang, wie ich das hier baue, ne?
Boah, würde ich mich freuen und würde ich das feiern, wenn wirklich Rollercoaster Tycoon World für die PlayStation kommen würde. Alter, ich würde das so feiern. Da machst du dir kein Bild von. Also es muss seine Rang und Ordnung haben. Da kommt hier nämlich ein Zaun drum, dass ich weiß, da ist der Eingang. Dass ich da nicht reinfalle, weißt du, dass hier... Hier mache ich jetzt nochmal so zu. Dass ich weiß, aha, hier geht's rein. So, genau. Hier kommt auch nochmal ein Dings vor, dass hier keiner reinkommt und keiner rausfallen kann. Na gut, hier wird sowieso... Was, das war's schon? Scheiße. Fuck. Verdammt, ich muss noch ein paar Bäume gleich abholzen, glaube ich. Der Flexi übertreibt voll wieder. Ich seh jetzt schon die Kommentare. Flexi übertreibt wieder mal. Wie immer. Nein, jetzt fehlt uns das Stück da, oder was? Oh, ich kriege einen Anfall. So, die Werkbank müsst ihr euch natürlich wegdenken. So, und dann geht man nämlich dann hier rum. Da hier kommt auch noch ein Zaun hin. Ja, und dann kommt noch eine Beleuchtung. Ein Dach kommt auch noch drüber, weil ich möchte nicht, dass das hier... Alter, ich möchte nicht, dass das hier reinregnet. Wird schon wieder Nacht, oder ist es... Ich weiß nicht. Und dann kann man hier schön lang gehen. Da kann auch keinem was passieren. Es blitzt gerade gewaltig. Vielleicht sollten wir mal nach Hause gehen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Bei so einem schweren Gewitter. So. Ja, mer. Und dann legen wir uns mal... Hallo, wo war die Tür? Ah, hier. Ah, oh, Gott sei Dank. Wir sind zu Hause. Und, haben wir noch Holz hier gehabt? Nein, ne? Nein. Jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Verdammt. Ich glaube das nicht. Ja, machen wir das in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und ihr schaltet dann wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.